Hilfe. Der 50-jährige Mann ist nun seinen schweren Verletzungen erlegen. Er hatte die Polizei gerufen und sich schützend vor Kinder gestellt, als diese von drei Jugendlichen in einer Münchner S-Bahn um Geld erpresst worden waren. Wütend hatten die Jugendlichen den Mann angegriffen und mit Schlägen und Tritten gegen seinen Kopf schwer verletzt. Die Nachrichten im Radio hörte ich nur mit einem Ohr, denn die angefangene Arbeit sollte fertig werden. München war weit weg und mit S-Bahn-Schlägern hatte ich nie zu tun. Ein kleines Werkzeug fehlte. Ich hatte es im Auto liegen lassen. Der November zeigte sich schon recht winterlich. Vielleicht hätte ich eine Jacke anziehen sollen, obwohl es nicht weit war bis zu meinem Fahrzeug. Lampen erhellten nur wenige Stellen der Straße, dazwischen herrschte Dunkelheit. Schnell fand ich das vermisste Werkzeug im Wagen, steckte es ein und machte mich auf den Rückweg. An einer besonders dunklen Stelle lag auf der anderen Straßenseite eine Person auf dem Boden. Eine dicke Frau stand daneben und redete leise. In der Nähe waren weiße Stellen am Boden, die ich zuerst für Schnee hielt. Aber beim Näherkommen sah ich, das konnten keine Schneeflocken sein, dafür waren sie zu groß. Hilfe, hörte ich eine Stimme rufen. Ich spürte Ablehnung in mir. Das war nicht meine Stadt, nicht meine Umgebung. Ich konnte gar nicht gemeint sein. Mich kannte hier niemand. Mir war kalt, ich war in Eile. Hilfe! Der Ruf kam offensichtlich von der am Boden liegenden Person, welche jetzt den Kopf erhob und in meine Richtung blickte. Die Situation war eindeutig. Ich war gemeint. In der Stimme lag ein Flehen, welches eine Verbindung zu mir schuf, ob ich wollte oder nicht. Die Arbeit, die Eile, die Kälte, alles wich zur Seite. Es stimmt, ich hatte gezögert und so getan, als ob mich das nichts anginge. Peinlich. Vorsichtig überquerte ich die Straße. Am Boden lag ein alter Mann, der sich nicht mehr erheben konnte. Blut durchtränkte seine Kleidung und färbte die Straße dunkel. Die weißen Stellen waren Papiertaschentücher, die ihm die Frau gereicht hatte, um die Blutung zu stillen. Jetzt erst sah ich eine Gruppe junger Leute, die in einigem Abstand warteten und aufmerksam in unsere Richtung schauten. Plötzlich rückten die mir nur noch mit einem Ohr gehörten Nachrichten in mein Bewusstsein. War der Verletzte ein Opfer der Jugendlichen? Der alte Mann erklärte, dass ihn ein Schwindel erfasst habe und er deshalb zu Boden gestürzt sei. Seine Verletzungen hielt er für unbedeutend. An Ellbogen und Schulter stützte ich ihn und half ihm auf. Meine Hilfe erforderte nicht viel Kraft. Es war ein leichter, hagerer Typ. Seine Begleiterin hatte wegen ihrer eigenen Gebrechlichkeit nicht gewagt, ihm beim Aufstehen zu helfen. Kurz nahm ich eine geringe Alkoholfahne bei ihm wahr, aber er wirkte sicher, als er auf den Beinen stand. Ich nehme Markumar, da will das dünne Blut nicht aufhören zu fließen. Auch kleine Verletzungen erscheinen da als Schwimm, erklärte er mir. Freundlich bedankte er sich, hängte sich bei seiner Begleiterin ein und ging mit ihr langsam weiter.
Aus der Gruppe der jungen Leute löste sich eine kräftige Dame und eilte mit energischen Schritten auf mich zu. »Was haben Sie da gemacht?« forderte sie eine Erklärung von mir. Dass ich einem gestürzten alten Mann auf die Beine geholfen hatte, reichte ihr nicht. »Wir haben den Rettungsdienst alarmiert. Was sollen wir dem jetzt erklären?« In diesem Augenblick näherte sich rasch ein Fahrzeug mit Blaulicht. Zwei Polizisten stiegen aus. Auch sie verlangten von mir eine Erklärung. Als ich auf das Haus zeigte, in dem die beiden Alten verschwunden waren, lächelte einer der Polizisten. Er kannte offenbar die Leute und wollte noch nach ihnen sehen. Der andere rief die Rettungsleitstelle an, sagte den Einsatz ab und beruhigte die junge Frau. Endlich konnte ich zurück ins Haus. Auf das Unerwartete ist niemand eingestellt. Es kommt überraschend und fordert Entscheidungen. Alles richtig zu machen, keine Fehler zuzulassen, hinterher stolz zu sein, das ist nicht so wichtig. Ruhe beim Blick in den Spiegel genügt. Sprachanleihen. Meine Gedanken zur Satzlänge. Mitte der 50er Jahre blieben die Jugendlichen bei Familienfeiern am Tisch sitzen und hörten den Gesprächen zu, ohne selbst etwas zu sagen. Sie lächelten höflich über die anerkennenden Bemerkungen zu ihrer körperlichen Entwicklung und die zweideutigen Anspielungen, die sie zum Erröten bringen sollten, beantworteten brav die vorsichtigen Fragen nach Schule. Sie fühlten sich noch nicht bereit, gleichwertig an der Unterhaltung teilzunehmen, obwohl der Wein zum Essen, der Likör und die Zigaretten zum Dessert für ihre Aufnahme in die Welt der Erwachsenen standen. Dieser Satz, ein einziger Satz, wie lange wurde an dem gefeilt? Wenn man Könnern über die Schulter guckt und auf einen Lerneffekt spekuliert, der anfänglich in Kopien münden mag, allmählich jedoch zu einem tieferen Verständnis und einer Wertschätzung von Qualität befähigt, tut man nichts Unrechtes und man entwickelt sich, war meine Überlegung als Hobby-Schriftsteller. Die Jahre, ein viel beachtetes Werk der französischen Schriftstellerin Annie Ernaux, ich nenne sie hier einfach Annie, beschreibt ihren Werdegang als Aufsteigerin aus einem ärmlichen Provinzmilieu. Autobiografien gehören nicht zu meinem Lesestoff. Bedienungs- und Montageanleitungen, Produktvergleiche, Beipackzettel, Corona-Verordnungen, Posts in sozialen Medien, Berichte im Internet und was ich sonst noch alles lese. Als Anregung für einen guten Schreibstil taugt das nicht. Aber ein anerkanntes literarisches Werk sollte mich in die erwünschte Richtung führen. Zur Not eine Biografie. Annie kann schöne, lange Sätze mit Einschüben und mehreren Nebensätzen formulieren. Ich schwanke zwischen Bewunderung und Verwunderung und denke an eine junge Lektorin, die mir genau das empfohlen hat. Bisher bevorzugte ich die sogenannte leichte Sprache mit kurzen Sätzen, einfach um leichter verstanden zu werden. Annie hat sicher eine Leserschaft, der man bestimmt einiges zumuten kann. Den Testlesern meines Buches fielen nicht einmal die Rechtschreibfehler auf.
Sprache ist ein Kleiderschrank. Man hat Auswahl und sollte sich passend zum Anlass entscheiden. Man geht nicht mit dem Jogginganzug in die Oper. Meine private Anmerkung, man geht auch nicht mit dem Smoking zum Sport. Diese Ansicht des Deutschlehrers meines Sohnes sprang mir ins Gedächtnis. Lange Sätze zu bilden ist einfach. Man lässt die Punkte weg und kettet die kurzen Sätze mit irgendwelchen Bindewörtern aneinander. Aber wozu? Wenn man Zusammenhänge mit zusammenhängenden Sätzen besser erklären könnte, hätte ich es längst getan. Das Denken steuert man nicht über die Satzlänge, da bin ich mir fast sicher. Allerdings haben 47% der Sätze in der Bild-Zeitung 4 Wörter oder weniger. Das gibt zu denken. Dieselben Sprachforscher haben übrigens in wissenschaftlichen Texten Satzlängen mit durchschnittlich 25 bis 29 Worten festgestellt. Ein bekannter Professor gab mir einmal den Rat, ein Drittel eines wissenschaftlichen Vortrags sollte allgemein verständlich sein. Ein Drittel sollte noch für Spezialisten nachvollziehbar sein und ein Drittel sollte unverständlich sein. Nur so erzeugt man Ehrfurcht. Ich frage mich gerade, wie sieht der Sprachkleiderschrank aus, wenn man einem Bildzeitungsleser Ehrfurcht abtrotzen will. Das Unmögliche zu versuchen, ist etwas für die Jugend. Die hat bessere Nerven und genug Frustrationstoleranz. Schon seit langer Zeit habe ich mich wissenschaftlich zurückentwickelt. Mir geht es nicht um Ehrfurcht oder um große Weisheiten. Ich möchte verstanden werden. Annies Wortwahl, ihre Satzkonstruktion, die Bilder, die sie mit ihrer Sprache zeichnet, entwickeln ihre eigene Stimmung, auch in der deutschen Übersetzung. Der etwas anderen, größeren Konzentration, die das Verstehen der langen Sätze fordert, steht der Genuss von starken Empfindungen gegenüber, die mit einfachen Sätzen wohl kaum zu provozieren wären. Der Rhythmus der verzweigten Sprache umarmt den Leser und zieht ihn in die Funktion eines Begleiters der Autorin. Man möchte mitmachen beim Erinnern an die geschilderte Zeit und fühlt sich mit Annie verbunden, auch wenn sie ganz eigene Bilder aufsteigen lässt. Annies Sprache zu analysieren und daraus zu lernen war ursprünglich mein Ziel, aber mehr und mehr konzentriere ich mich auf die Inhalte. Ihre Erinnerungen betreffen die Prägungen ihrer ganzen Generation und fordern die Leser zur Selbstbesinnung auf in einer immer unübersichtlicher werdenden Welt. Daraus entwickelt sich ein Sog, der mich empfänglich macht für ihre Gefühle und Gedanken, besonders in Bezug auf Lebensziele und Milieus. Reizvoll erscheint mir, wie sie ihren Aufstieg aus einfachen Verhältnissen in die sogenannte Mittelschicht wahrnimmt. Hierarchien berühren das Selbstwertgefühl. Von daher überrascht, dass der offensichtliche Aufstieg in eine geistige Elite begleitet wird durch melancholische und sogar depressive Töne. Die Jahre ist kein gemütliches Nostalgiebuch. Beim Gespräch über Verschwörungstheoretiker verwendete ich kürzlich den Begriff Tiefflieger, was mir als milde Distanzierung vorkommt,
Mein Sprachschatz umfasst noch ganz andere Schimpfworte. Mein Gesprächspartner empfahl mir, freundlich und ohne die Allüren einer Sprachpolizei, von einfach strukturierten Menschen zu sprechen. Diese Abgrenzung entspricht im Zusammenhang mit diesem Thema zwar meiner Absicht, doch schafft sie ein Dilemma. Durch meine Vorliebe zur leichten Sprache und kurzen Sätze empfinde ich mich selbst als eher einfach strukturiert.